habe diese One Piece Schuhe für einen Freund gemalt. Und ich kann leider nicht allzu viel zum Motiv sagen, denn ich habe nur eine Staffel gesehen, bevor ich gesehen habe, was für einen Berg ich da versuche zu erklimmen. Wie viele Folgen sind es mittlerweile? Über 1000? Sorry, aber im Moment macht alleine der Gedanke mich nervös. Auf jeden Fall male ich hier Trafalgar Law, denn mein Kumpel hat sein Design besonders gut gefallen. Dafür habe ich erst seine typischen Farben auf dem Schuh verteilt, bevor ich mich an den Charakter gesetzt habe. Das war schon eine Hürde für sich, da neben der Tatsache, dass ich nicht gut darin bin, Mangas zu zeichnen, der Untergrund auch noch super klein und ungleichmäßig war. Tatsächlich hat das aber relativ gut geklappt, da ich spezielle Leder-Acrylfarben genutzt habe, die super dünn und pigmentiert sind und somit in die kleinen Risse eintauchen können. Auch halten die Farben den Schuh flexibel und sie sollen sogar wasserbeständig sein. Aber das ist in diesem Fall unrelevant, denn die beiden Treter kommen ins Regal. Später habe ich dann noch ein paar Details und violette Schnürsenkel hinzugefügt und fertig ist das Endergebnis. Was sagt ihr?